Oh, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, befinde ich mich jetzt gerade im Kreativzentrum, denn ich will euch heute in diesem Video 5 Tipps und Tricks zeigen, wie ihr eure Fortnite-Skills verbessert oder euch generell verbessert in Fortnite. Da sind wir dann auch gleich beim ersten Tipp, und zwar, ich habe noch viele gesehen, die auf der PlayStation einfach nur so Ramps bauen, also einfach nur so Treppen. Genau. Einfach nur so Treppen bauen. Und das ist nicht gut. Denn man könnte euch ganz leicht da einfach runterschießen. Zum Beispiel, ich brauche auch nur 2 Pickaxe-Schläge, damit das alles runterfällt. Deswegen wäre es sehr gut, wenn man zum Beispiel jetzt Double Rammt. Ist ganz okay. Ist auch relativ einfach, da runter zu schießen, aber ist schon mal besser. Aber die beste Variante, um nicht runtergeschossen zu werden, was einfach viel zu lange dauert und ihr dann vielleicht den Gegner sogar lasern könnt, weil ihr seht, da brauche ich 4 Schläge zu. Das ist auch nicht wirklich lange. Ist eigentlich, falls ihr das noch nicht kennt, müsst ihr das halt im kreativen Modus üben, zu Triple Rampen. Das geht so. Also entweder so mit Boden, Treppe, Wand oder halt so mit Treppe, Treppe, Wand. Das hat diesmal nicht so gut funktioniert. Aber genau so müsst ihr das eigentlich machen. So. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Tipp. Dafür muss ich nochmal das Spiel verlassen. Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So. Also, der nächste Tipp wäre, wenn ihr zum Beispiel eine Pumpgun habt und der Gegner unter euch ist, dass ihr nicht dann probiert so zu aimen und zu schießen, weil dann trifft der Gegner euch auch meistens noch. Das ist nicht gut, weil dann könnt ihr auch meistens sterben, wenn ihr weniger Leben habt. Eine ganz safe Taktik ist, das müsst ihr auch üben im Kreativmodus. Ihr schießt und dann baut sie so einen Boden. Also ihr seht den Gegner, denkt euch so, wenn ich so pieken würde, er gibt mir locker einen Headshot. Aber wenn ihr so macht, dann hat er gar keine Chance mehr zu reagieren. Versteht ihr? Und das könnt ihr ganz schnell hintereinander machen. Euch auch mal so, dann so oder so. Ne? Genau. Also einfach so. Treppe bauen, Boden bauen. Ihr könnt es auch noch besser machen. Ihr könnt so und dann eine Pyramide bauen. Das habe ich mir gerade überlegt, kann man eigentlich auch machen. Also wenn ihr so macht und dann so, dann kann er eigentlich sicher nicht mehr treffen. Könnt ihr auch mal so und dann so. Habt ihr nochmal mehr Peak-Möglichkeiten, dann euch nochmal so zu verbessern. Aber wenn ihr nämlich so machen könnt, könnt ihr nochmal so machen und dann seid ihr auch beim Gegner. Also, das ist auch eine ganz gute Taktik, die mir eigentlich sehr gut gefällt, wie man mit der Pumpgun zum Beispiel umgehen kann zum Schießen. So, dann kommen wir auch gleich zum dritten Trick. Und zwar, das ist der, wenn ihr zum Beispiel eine Wand habt und euch hier eingetüttelt habt, dass die meisten, wenn in die Zone kommt und so verzweifeln, wie soll ich jetzt editieren und dann zum Beispiel sich so veredeln oder ich habe auch mal gesehen, so. Und es nicht hinkriegen, ganz schnell so zu machen. Halt. Oder noch schneller so. Oder halt so. Ne? Das ist auch relativ schwer. Also schwer nicht, aber muss man üben, um es auch zu können. Ein ganz einfacher Trick ist zum Beispiel auch einfach so zu machen und die kommt auch raus. Ganz easy. Das ist auch die einfachste Methode, finde ich. Also einfach hier so einen Strich zu ziehen. Dann passt das schon. Und dann geht das. So. Aber was jetzt der Nachteil ist, manche, wenn die Zone jetzt zum Beispiel schon hier wäre, dann verstehen die gar nicht mehr, weil so wie die editen sollen. Also dann haben die es vergessen wegen dem Stress. Dann schlagen die es einfach kaputt und das ist nicht gut. Weil in der Zeit, in der man das schlägt, kann man nochmal schön, also in der Zeit, in der man das aufmacht und dann auf ist, kann man nochmal einen schönen Hit bekommen. Und wenn man das so editieren würde zum Beispiel, dann hat man gleich wieder den Bauplan draußen. Versteht ihr, was ich meine? Also, entweder ihr übt halt gut, also ihr müsst halt einfach gut editen, ne? Das ist so
ein Tipp und ein Trick, würde ich so sagen. Ne? Genau. Das muss man halt ein bisschen üben. So. Der nächste Trick wäre, das ist dann glaube ich schon der vierte, ja der fünfte, nee, der vierte Trick. Und zwar, dass man zum Beispiel einfach mal auf Kreativmaps geht oder sich hier sowas zum Beispiel, wie ich jetzt mir gemacht habe, zusammenbastelt und diese beweglichen Personen mal abknallt. Am besten auch ohne L2 zu drücken auf der PlayStation, weil das halt dann irgendwie nichts bringt mit dem Aim üben. Ne? Wenn ich L2 drücken würde, seht ihr schon, das würde total zur Seite gehen die ganze Zeit. Das bringt dann nichts zu üben. Beispiel der Team habe ich jetzt da eben geschossen, weil man halt L2 drückt. Das verwirrt auch ziemlich, wenn man L2 drückt hier, also das ist gar nicht gut. Damit übt man nicht sein Aim. Und genau das war jetzt auch der vierte Trick. Oder wie man besser wird in Fortnite. Und der fünfte Trick wäre ganz einfach. Wäre ganz einfach. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel, mach ich mal vor, im Haus wäre, ne? Und da liegen Waffen rum, ganz viele. Ne? Und ein Gegner ist aber noch in eurem Haus. Sammelt einfach, probiert so viele Waffen wie möglich einfach einzusammeln. Probiert sie einfach einzusammeln, alle Waffen. Wenn ihr dann keinen Platz mehr habt, dann reicht es. Aber wenn ihr probiert habt, alle Waffen einzusammeln, ist es schon mal sehr gut, weil dann ist die Chance geringer, dass der Gegner sozusagen eine Waffe bekommt. Und dann könnt ihr ihn leicht killen. Das war schon mal der fünfte Trick. Und jetzt habe ich nochmal einen extra Trick für euch. Und zwar, dass man, ich habe gesehen, die meisten, wenn sie im Fight gehen, dann, wenn sie schießen, dann bewegen sie sich gar nicht. Dann, warte, kann ich euch mal vormachen, hol ich mir mal hier einen Scar. Dann schießen die einfach so und bewegen sich nicht. Das ist nicht gut, das ist wirklich nicht gut, weil der Gegner kann euch dann ganz leicht abheben und ihr trefft auch nicht wirklich gut. Das Beste ist, sich am besten so zu bewegen, also den rechten Stick bei dem Controller sozusagen einzudrücken und die ganze Zeit hin und her bewegen. Das ist eine sehr gute Taktik, da trifft man auch ganz okay. Das ist wirklich sehr gut. Das ist eine gute Taktik, wie man dann auch noch sozusagen den Gegner besten treffen kann und er euch nicht so gut treffen kann. Am besten, wenn ihr ein paar Hits bekommen habt, auch nochmal bauen und dann vielleicht wieder so machen. Das ist eine ganz gute Taktik. Ja, und dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Abo, damit ihr vielleicht die nächsten Tipps-Videos nicht mehr verpassen wollt, die in nächster Zeit kommen werden. Und